Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Meng Yu. Wenn man in Europa oder in Deutschland einen Fisch bestellt, bekommt man ein einfach Fischgericht. Aber wenn man in Shunde einen Fisch bestellt, reicht er schon für die ganze Familie. Zum Beispiel Fischkopfsuppe, Fischfiletfeuertopf, gebratene Fischknochen. Ist das wirklich so? Schauen wir mal heute. So ein großer Fisch. Jetzt verstehe ich endlich, warum er für eine ganze Familie reicht. 主厨，这条鱼大概有多重？这条鱼大概有14-15斤重。您今天会把这个鱼怎么给我们做一做？给你们做一道五谷鱼，一鱼三吃。那三吃是哪三吃？都有什么？我听说可以有很多种做法，是吗？对，我们今天做的有鱼头汤，还有五谷鱼片，还有个煎鸡鱼骨。哦，所以鱼骨也不能浪费。对对对对。Zuerst wird der Fischkopf zubereitet, um Suppe zu machen. Wow, hier ist der Fischkopf. Ist das größer als mein Kopf? Die Schwierigkeit beim Kochen eines großen Fisches in vielen Geschmacksrichtungen besteht darin, dass der erfahrene Koch alle Fischgräten vom großen Fisch entfernen und dann das Fischfleisch und die Gräten kochen muss. Um Gräten ordentlich und schön zu entfernen, sind hohe Kochkünste erforderlich. Hier ist das Fischfilet. Es ist sehr dünn und frisch. Nachdem die Fischgräten entfernt wurden, werden die verbleibenden großen Gräten und harten Teile verarbeitet und gewürzt. So gibt es überhaupt keine Verschwendung. Wow, hier kommt die Fischkopfsuppe. Keiner Teil des Fisches wird verschwendet. Hier ist die Fischkopfsuppe und Fischfilet und gebratene Fischknochen. Ich probiere jetzt die Fischknochen. Die Fischknochen ist schon sehr knackig. Es schmeckt sehr, sehr gut. Es schmeckt sehr, sehr gut. Die Fischsuppe. Es schmeckt die Fischsuppe. Es riecht sehr gut. Es sieht wie Milch aus. Oh, 拿个比冰刀来。
sehr frisch. Und die Kantonesen essen die Fischfilet mit einfachem gekochtem Wasser. Ich glaube, es ist jetzt fertig. Man isst es mit dieser feinen Soße. Das ist unglaublich gut. Wenn Sie schon da besuchen, können Sie bitte mal diesen Fisch probieren. Und keine Sorge, wir werden alles aufessen. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.